Ich habe halt früh angefangen mit der Musik und der erste Einfluss, der kam halt hauptsächlich durch meinen großen Bruder. Weil man kennt das ja, ne, dass man als kleiner Junge immer zu dem großen Bruder aufschaut und dann auch mitbekommt, was hört er für Musik, und das klang damals sehr interessant, diese Techno-Musik in den 90ern, und das wollte man dann natürlich auch hören. DJ auch nur Vinyl. Ich möchte mich irgendwo auch abgrenzen, und außerdem, ich hab mit Vinyl angefangen zu spielen, und ich sehe irgendwie noch keinen Grund, dass ich das aufgeben sollte und jetzt auf CDs oder egal, Laptop wechseln sollte. Weil mir macht mit Vinyl einfach Spaß. Natürlich ist es heutzutage schwieriger, in den Clubs, die meisten Anlagen sind auf digitale DJs eingestellt. Aber es ist auch wiederum eine neue Herausforderung für mich, da mit meinen Vinyl-Schallplatten den gleichen Erfolg zu erzielen wie ein Digital-DJ. Ja, ich lege gerne auf, weil es ist jedes Mal was Neues. Es reizt, in einen Club zu kommen, nicht zu wissen, was einen erwartet. Und dann mit den 100 Platten, die man dabei hat, zu versuchen, das Publikum zum Tanzen zu bringen. Ja, also meine Sets, ich fange gerne etwas entspannter an, auch wenn ich jetzt in der Hauptzeit auflege, aber ich baue dann gerne was auf und lasse die Leute zum Beispiel gerne erst nach einer Stunde oder so zum Peak kommen. Als wenn ich jetzt gleich so einen Hit nach dem anderen am Anfang spiele oder so. Also lieber schön was aufbauen und sie dann nach einer Stunde erst voll durchdrehen lassen. Also wenn ich mich auflege, dann arbeite ich in der Woche bei Dex Records. Das ist ein Online-Store für Schallplatten. Und ich bin da A&R und Label-Admin. Und ich betreue sozusagen Musiklabels und helfe denen, ihre Schallplatten zu produzieren.